Der Ben von Sushi Drive-In, oder? Hallo, herzlich willkommen. Die anderen Jungs. Wow. Ich hab's gerade schon von der anderen Bühne da unten, von unserer VIP-Tribüne angekündigt. Ihr seid so die allererste Band hier auf der Dom-Party, würde ich mal sagen, auf der Chartparty der Megastars. Einer der größten Festivals Europas überhaupt. Wie hat sich's angefühlt? Wie war's? Super geil. Super geil. Ihr seid gewotet worden von den The Dome-Usern, die also auf die Homepage gegangen sind und die von den Energy-Hörern. Wisst ihr ungefähr, mit wie viel Abstand zu den anderen Bands oder wart ihr sowieso haushoch die Favoriten? Haushoch, okay. Sushi Drive-In, was ist das für ein Name? Wie kommt man da drauf? Warum Sushi Drive-In? Ich musste durch die Nase ziehen. Das war sehr, ja, nicht so lecker. Meerrettichzeug, ja, und daraus entstand sich das dann halt. Okay, das macht ihr aber jetzt nicht mehr. Nee, nicht mehr. Okay, jetzt haben wir gehört, ihr seid, alles offen, ne? Ihr seid ziemlich rockig unterwegs. Wenn man jetzt mehr von euch wissen möchte, mehr von euch hören möchte, wo kann man euch das nächste Mal sehen oder hören? Auf sushidrivein.com könnt ihr draufgehen. Sushidrivein.com. Genau. Okay. Da könnt ihr auch umsonst Songs von uns runterladen, also fühlt euch frei. Wollt ihr denn auch irgendwann mal damit Geld verdienen und macht vielleicht auch eine CD demnächst oder sowas? Also demnächst ist eine CD in Planung auf jeden Fall. Habt ihr schon einen Verleger? Nein, leider nicht. Deswegen, also das heißt, ein großer Aufruf an alle Labels, Bookingagenturen, Management. Wir brauchen alles. Und sie brauchen alles. Wenn ihr alles braucht, seid ihr Singles alle oder habt ihr Wir sind alle Singles. Ihr seid alle Singles? Ja. Also ihr könnt auch noch eine Freundin gebrauchen quasi. Natürlich. So, okay, dann können wir vielleicht mal spontan Aufruf machen. Wer von den Ladies würde denn ganz gerne einen von den Jungs mit nach Hause nehmen, von Sushi Drive-In? Oh doch, hier einige. Ja. Da melden sich sogar zwei, drei Jungs, also da ist alles drin. Ja, ihr merkt schon, ne? Das ist so der Weg quasi, um Superstar zu werden. Aber pass mal auf, ich habe es auch gesagt, über die The Dome Homepage seid ihr gewotet worden und über Energy. Und ein Mann, der hat euch ja ganz doll gefeatured, ich glaube, der hatte euch vorhin auch schon draußen auf der Bühne. Das ist eigentlich ein Azubi. Trotzdem ist er einer der größten Stimmen, größten Moderatoren hier im Raum Bremen und drumherum, nämlich von Energy. Und den hole ich mir jetzt mal zusammen mit einem Riesenapplaus nach oben auf die Bühne. Bitte schön, meine Damen und Herren, er holt euch morgens aus dem Bett von Energy Bremen. Azubi Axel! Axel! Wo ist er? Komm rüber hier. Axel hat das Wichtigste vergessen, ein Mikrofon. Ach, guck mal, ja. Ja, ruf doch mal ruhig. Axel, hallo. Axel, super. Wahnsinn, sieht hier gut aus. Axel, das erste Mal auch auf der Bühne mit Sushi Drive-In, dachte ich, da verbindet euch ja einiges. Ihr habt ja die auch voten lassen. Was habt ihr für eine Erfahrung gemacht? Wie viel Resonanz gab es auf die Band?
Also sehr gut. Sie haben sich wirklich, ja, sie machen auch gute Musik. Sie sehen gut aus, haben schicke Anzüge an. Also ich finde, das kann man durchaus machen, oder? Jetzt hattet ihr die vorhin auch draußen schon auf der Bühne. Ihr habt bei dem Voting mitgemacht. Werdet ihr die auch im Programm öfter mal präsentieren? Ja, also wir werden sie heute auf jeden Fall begleiten, oder? Auf dem Weg zur Spitze, wenn ihr dann Thomas Godoy vom Platz einstoßt. Oh, das sowieso, oder? Das Thema. Ich meine, immerhin haben wir den heute auch auf der Bühne. Also von daher würde ich mich nicht gleich mit den Erstplatzierten anlegen. Aber zumindest ist das ja schon mal ein guter Weg. Energy ist deutschlandweit vertreten, nicht nur in Bremen. Es gibt über 13, 14 Stationen. Und europaweit ist es der größte Jugendsender überhaupt. Also von daher haltet euch an Axel, an die Leute von Energy. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Axel, du bleibst noch ganz kurz einen Augenblick hier. Gerne. Und ihr gebt ihn jetzt schon mal, damit sie Backstage gehen können, einen riesen Applaus für Sushi Drive-In. Okay, Jungs, viel Erfolg, viel Spaß noch beim Dom. Axel, und okay, du bist jetzt hier, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit Energy am Stimme die Start. Ich habe es auch gerade schon gesagt.